Hallo, ihr Radsportfans, und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling mit Erik Zabel, wo wir beim Giro d'Italia sind. Und die nächsten drei Etappen sind zwei Hügeletappen mit jeweils einmal 233 Kilometer, das ist die hier, und eine mit 232 Kilometer. Und dazwischen liegt eine relativ kurze Flachetappe. Das kriegt ihr jetzt in dieser Folge präsentiert. Ja, und in der dritten Etappe waren wir ja schon kurz vorm Sieg, und ich habe das nochmal im Video genau analysiert. Also, ich wurde da zwar auch geblockt, aber wenn ich mit Merje einfach ein bisschen früher in den Sprint gegangen wäre, dann wäre das wahrscheinlich klar gegangen. Und das Jubeln hatte keinen Einfluss. Der auf der rechten Seite, der war auch schon vorher vorne. Aber wie gesagt, man hätte es besser machen können, wenn man mit Merje einfach ein bisschen früher gesprintet wäre. Und dann hätten wir vielleicht die Etappe gewonnen. So, jetzt sind hier mal ganz andere Favoriten, aber das Lustige ist, Zabel steht fast auf demselben. Ich glaube, bei den Etappen davor stand er immer hier, jetzt steht er hier, weil er ja am Hügel auch nicht so schlecht ist. Und das ist natürlich für das Punktetrikot so unser Vorteil, ne? Dass wir am Hügel auch ganz gut sind. Und der Hügel geht. Also das kann Zabel schaffen, und ob er das schafft, das sehen wir gleich. Welcome back to Orbetello for the start of the fourth day in the saddle. Today, the riders continue south on a 228-kilometer route that sees them skirt the city of Rome before a finish in Frascati. The town is known for its white wine that comes from the vineyards in the Alban Hills. And it is those hills that provide today's excitement, because the stage finishes with a climb. Under 5 kilometers and under 5%, but a climb all the same. A climb that will stifle the ambition of some, but energize others. Who will raise his arms in Frascati? Ja, und damit herzlich willkommen zur vierten Etappe des Super Giro d'Italia hier. Ja, war zu erwarten. Wir haben hier niemanden, der uns helfen kann. Dann bin ich am Überlegen. Danach kommt nur eine 140 Kilometer lange Flachetappe. Da könnte man ja Energy wieder zurückholen. Ich muss zumindest keine Arbeit leisten. Ey, ich werde hier in den Angriff gehen. Da geht's los. Da ist der Erik vorne. Gucken wir mal, wann ein Angriff kommt. Und naja, wir müssen natürlich auch hoffen, dass sie uns weglassen. Die Etappe ist halt ziemlich lang mit 233 Kilometern. Also werden wir dann, wenn wir in der Ausreißergruppe gehen, da geht einer, ordentlich Energie lassen. Ich hoffe, es ist eine gute Idee. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. 15 unterwegs. Eng gut dran. Kaum rot verloren bis jetzt. Puls ist noch im weißen Bereich. Also fällt mal nicht, da kommen die nächsten Angriffe. Ah, der will schon ein bisschen schneller schruppen. Oh, ich glaube, das Feld lässt uns weg. Da zu E2 ist auch schon eine Minute. Ja, wollen wir die hier mal nicht sauer machen? Machen wir auf 82. Naja, die beiden werden auf die da hinten warten. There's now more than a minute between them. Look, the pack has taken its foot off the gas. The team leaders can't be too worried about the breakaway. Ich glaube, da runter war. Ja, jetzt kommt nochmal ein Angriff. Ist natürlich krass, dass sie sich erstmal Zeit gelassen haben, bis die Gruppe anderthalb Minuten weg ist. Ah, der Stuart ist mitgegangen hier im roten Trikot. Sonst noch einer von den Sprintern? Ey, hier wahrscheinlich, ne? Das ist auch so ein dicker Bolzer. Da haben wir schon 2 Minuten drauf. Müsste ja gleich mal irgendwann das Tempo verringert werden. So, und der macht nichts. Was hat er zu sagen hier? Wenn ein Teamkollege aufschließen kann. Können wir ja gerne machen. Aber die sind so weit zurück. Die können sich kaum vom Feld absetzen. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Jetzt scheint das Feld uns irgendwie doch zu jagen. Ja, dieser Stuart macht hier die ganze Zeit gar nichts, ey. Hat der denn ein anderes Teammitglied hier dabei? Nee, ne? Nö. Der hält sich einfach so zurück. Na,
Ich mach mal auf 55 runter. Jetzt können die sich bei E2 doch so langsam ein bisschen absetzen. Setzen wir mal ein bisschen. Bis die dran sind. Der Stuart ist ja ein richtiger Arsch, Alter. So, da sind wir 8 in der Gruppe. 58 bis 68 ist im Moment eigentlich angegeben. Ja, helfen alle mit, außer Stuart. Und ich könnte wetten, wenn ich das machen würde, dann würden sie sich beschweren. Weil die allerdings trotzdem relativ schnell fahren. Ne? Naja, ich werde hier auf jeden Fall nicht den Arsch machen, so wie er hier. Also ich bin ganz ehrlich, wenn er hier einen Teamkamerad drin hätte, dann könnte er sich das erlauben. Aber da er hier alleine in der Gruppe ist, hat er normalerweise gefälligst mit anzupacken. Richtiger Assi. Normalerweise müssten die sich alle gegenüber ihm beschweren. So wie sie es ja immer bei Erik machen halt. Ne? So, jetzt können wir wieder ein bisschen runterdrehen. Weil wir über 2,30 Abstand sind. Und dann geht es hier den ersten Hügel hoch. Der ist ja auch gewertet, aber ich werde mich nicht um den kümmern. Und dann würde ich mal sagen, ich cut euch das raus. Und bei den Sprints hier, da sehen wir uns wieder. Und dann natürlich zum Schlussanstieg. So Leute, ich nehme euch mal kurz mit rein. Wir nähern uns dem Sprint. Ja, die faule Socke macht hier wirklich die gesamte Etappe nichts. Und dreisterweise, er hängt auch schon seit... Er fährt selbst, wenn Erik vorne ist, er hängt immer hinter Erik dran. Also selten so ein Arschloch in irgendeiner Gruppe gesehen. So, den darf ich jetzt wieder nicht nehmen. Das ist mit diesem Tarnen ist auch völlig bescheuert. Weil ich würde jetzt gern tarnen und dann angreifen. Aber darf ich nicht. Wie gesagt, ey, was für ein Assi dieser Stuart hier. Vor allem auch gegenüber den anderen in der Gruppe, ey. Was er sich denkt. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Und dem, naja, wie gesagt, ihr kennt das ja nicht anders, ne? Wenn das Erik macht, dann greifen die den die ganze Zeit an. Tja, Stuart, da hast du verloren. Faule Socke. Ganze Zeit spart er sich seine Energie und dann verliert er hier im Sprint. Ey, kannst du überhaupt irgendwas? Ja, ja, nicht mithelfen, ne? Wie schlecht der ist. So, aber ich cut euch das jetzt wieder raus und beim nächsten Sprint sehen wir uns dann wieder. So Leute, da bin ich wieder. Der Hügel vor dem Sprint fängt an und es ist mittlerweile Fakt, also das hier, dieser Stuart ist der lächerlichste Fahrer im ganzen Feld. Schade eigentlich, dass die anderen das halt nicht so sehen und nicht angreifen gegenüber ihm. Ich wäre immer mitgegangen und dann könnte er immer schön alleine hinterher fahren. Aber nö, das machen sie nur bei Erik. Also ne, nur beim Spieler. Und ich finde, das ist eine deutliche Verbesserung, die sie hier mal einfügen können. Dass eben ne, diese Leute in der Ausreißergruppe nicht nur auf den Spieler reagieren. Die Teammates von denen in der Breakaway sind nicht going to make an effort. It's up to the other teams to get their fingers out. Sondern auch auf so faule Socken wie diesen Stuart hier zum Beispiel. Ja, ist nicht mehr lang hin. Hängen wir uns da mal ran. Und er, wie gesagt, man sieht es ja, ne, der hängt das ganze gesamte Rennen am Hinterrad von Erik. Ja, den mache ich jetzt wieder fertig. Oh, unser gelber Grundbalken und der rote hat auch gelitten. Oh, jetzt zieht er vor mir. Scheiße! Oh, dieser Drecksack. Hat er mich gecheckt? Aber bei dem Abstand, den wir zum Feld haben, ist es jetzt eigentlich schon sicher, dass wir hier durchkommen. Haben wir sogar mal zwei abgehängt. The gap is widening. The pack doesn't seem too concerned. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Boah, sind wir wieder bei 65. So, und das seppen wir. Das cutte ich euch jetzt nicht mehr raus. Wir seppen jetzt bis zum letzten Hügel. Oh, da machen wir diesen Stuart hier fertig. Zieht euch mal den Abstand nach hinten rein. Wir sind gerade über die 10 Minuten geknallt. Die beiden sind auch wieder dran.
Ich meine, er kann ja hier um sein rotes Trikot kämpfen, ne? Aber da packt man trotzdem bei 233 Kilometern, packt man mit an. Ich meine, sieht man ja an mir. Ich habe mit Erik hier auch angepackt, hätte mich ja auch zurücklehnen können. So, da ist noch ein bisschen vorm Hügel ist, holen wir uns jetzt mal ein bisschen Wasser. Hast du was? Hast schon Angst vor dem Hügel, der gleich kommt? Ich sag dir, wie es ist. Ich werde dann an der einen Kante vor der letzten Abfahrt. Da werde ich wohl angreifen. Oder dürfte normalerweise Stuart eigentlich nicht mithalten können. Das ist am Berg schlechter wie wir, am Hügel ist er auch schlechter wie wir. Der wird natürlich wahrscheinlich noch unheimlich viel Energie haben. Weil er ja eine faule Socke ist. Was ist jetzt los? Ich wollte gerade sagen, Erik, ey, ab und zu kannst du auch mal wieder aus der Führung rausgehen. Some riders definitely won't be able to keep up. Keine Führungsarbeit. So unerbittlich. Keine Führungsarbeit. Nikita greift nochmal an. Und auch jetzt darf man wieder dieses, diese Tarnung nicht machen. There are just 10 kilometers left. None of the favorites is giving an inch. Würde scheint anzugreifen, aber ich darf keinen Gegenangriff machen. Warum auch immer? Na, Stuart ist auf jeden Fall noch in der Gruppe drin. Ich habe keine Ahnung, warum ich da keinen Gegenangriff machen darf. And jetzt. He's giving it one last go. Können wir es von Stuart absetzen? Ah, da ist schon vorbei. Dieser Stuart, der nervt mich richtig an. Mal kurz einen Stopp machen. Wir sind schon bei dem. Angriff. Der Verräter. Scheiß Stuart, nicht mitkommen, Alter. Stuart sitzt da hinten. Der ist dran an uns, ne? Nee, das ist nicht Stuart. Oder? Aber stopp. Nee, das ist nicht Stuart. Wir haben schon über eine Minute. Ey, komm, ich dreh runter. Wir will ein bisschen Rot wieder haben. Der ist am Hügel schlecht. Von dem wissen wir nichts. Oh, ranhängen dürfen wir uns auch nicht. Was darf man hier eigentlich? 2,7. Attacked by Sergio Higuita. Wir sprinten einfach mal. Vielleicht können wir es alleine durch das Sprinten so viel Vorsprung. Und da ist der nächste Sieg für die Maschine Erik Zabel hier im Ausreißversuch. This was a great day for him. Nobody could keep up with him. Na Stuart, ey, da guckst du doof, wa? Der hat sich hier den Sprint geholt, da waren wir Zweiter. Wir haben uns den geholt. Wie viele Punkte vor... wir verspringen doch nicht. Wie viele Punkte Vorsprung kriegen wir hier? Da kommt Stuart als Vierter rein. Oh, da kriegt er nur 18 Punkte. Wir kriegen 50. Wir sind auch im Sprinter-Trikot. Sehr schön. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass der Ausreißversuch klappt. Ich wollte nur die Sprints haben. Und mich dann eigentlich mit dem Feld hier über den Hügel rüber retten. Aber naja, so ist auch geil. Und da kommt das Hauptfeld. Da ist Pogacar. Beim Hauptfeld mit vorne dabei. Aber unter Umständen übernehmen wir jetzt erstmal das rosa Trikot. Oh, der ist auch schon vorbei.
Ja, jetzt gibt's mal ein ordentliches Replay hier mit Angriff. Das mit dem Tarnen habe ich jetzt immer noch nicht so richtig kapiert. Wenn es einer von euch ein bisschen besser weiß, bitte mal gerne unten in die Kommentare reinknallen. Jetzt geht hier auch schon das erste Rennen in dieser Folge ziemlich lang. Schönes Ding für dich, Erik. Gehen wir zur Siegerehrung. Da können wir ja mal gucken, ob wir jetzt im rosa Trikot sind. Auf jeden Fall das Feld 8:37 Rückstand. Naja, vielleicht ist einer von denen noch vor mir, das weiß ich jetzt nicht. Aber nein, Erik übernimmt hier erstmal das rosa Trikot. Der erste richtig krasse Favorit ist Hikita und er ist schon 9 Minuten zurück. Aber naja, das ist an einer Bergetappe, haben sie das gegenüber Erik locker wieder reingefahren. Aber naja, dann tragen wir ja im Moment 3 Trikots, ne? Ja, Bardet konnte auf jeden Fall sein Bergtrikot behalten. Wang ist auch immer noch Zweiter, Melier immer noch Vierter. Dainese ist hier auch noch mit drin in den Top 10. So, jetzt kommt Erik. Yippie! Wir haben jetzt schon 25 Punkte Vorsprung. Sehr schön. Super geil. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und auch das Trikot trägt Erik natürlich im Moment. 6 Minuten 30 in Front. Na komm, hol dir nochmal von den Ladies die Küsschen ab. Tja, und dann gehen wir zu den Ergebnissen. Ja, das war doch schon mal nice. Ersten Sieg beim Giro haben wir schon mal eingefahren. Boah, das haben wir gerade alles gesehen. Jetzt ist er auch wieder 100% zufrieden mit uns. Wir nähern uns so langsam den 1000 Punkten über der 37er Stufe drüber. Du kannst weg. Und wir gehen rein in die recht kurze Flachetappe, die jetzt kommt. 140 Kilometer nur. Ja, Interesse natürlich wieder entwickelt durch den Sieg. Also langsam nähern wir uns dem Formhöhepunkt. Lange kann es nicht mehr dauern, dann wird er ausgelöst. So, hier mal die Favoriten für euch. Eriks ist jetzt bei der Flachetappe mal ein bisschen weiter vorne wie bei den anderen. Ja, und er erwähnt hier Stuart im Interview. Der ist auch hier der Top-Favorit. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir dem Stuart hier den nochmal einen Sieg wegnehmen können. Stage 5 picks up where we left off yesterday, in Frascati. The riders will soon be heading out on a 140-kilometer route that continues their trip southwards. Today's finish is in Terracina, with the final kilometers being over a short circuit around the city. The early kilometers take in climbs to Rocca Priora and Rocca di Papa. And there's another one, to Sezze, 50 or so kilometers from the finish. However, the day's dominated by the flat terrain of what used to be the Pontine Marshes, and the teams will have 40 kilometers to organize their mass sprint showdown. Ja, und damit herzlich willkommen zur 5. Etappe des Giro d'Italia. Mal wieder eine Flachetappe und zum Glück nur 140 Kilometer. Da können wir uns mit Erik wieder ein bisschen entspannen. Machen hier natürlich auch gar nichts, weil wir ja im Angriff waren in der Etappe davor. So, Oddenberg, das wäre der Schlechteste. Wer ist denn von den beiden anderen Sprintern jetzt am besten drauf? Dainese hat 2, Melier hat 1. Komm, dann nehmen wir bei der Etappe wieder Dainese. Genau, und dann kriegst du den. Und Dainese bekommt den. So, Bardet hatte ich gesehen, dass er vorne ist. Der trägt ja auch das Bechtrikot. Den lassen wir gleich vorne. Dann müssen wir ja eigentlich nur noch die überprüfen. Der sitzt auch schon relativ weit vorne. Ich will jetzt nicht, dass er wegen dem Hügel so weit zurückfällt. Okay, die beiden nicht, wa? Ne, die beiden sitzen ganz hinten. Dann legen wir hier los. Auch wenn ich das rosa Trikot im Moment trage, ich werde hier auch... das gibt's doch gar nicht. Mehr je gleich echt zurückgefallen. Komm, komm, tick nach vorne. Noch ist nicht ganz so steil. Nee, kriegen wir nicht hin. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Nee, der wird trotz Führung. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen eine Wallung. Hier bleibst du. Ja, Bardet, das passt mir auch gar nicht. Das ist immer krass, ey, wenn du nur nicht mal mit... Ja, nicht einmal mit +1 kriegst du ihn dazu, zurückzufallen.
Er blinkt doch rot. Er müsste doch eigentlich weiter zurückfallen. Hä? Das verstehe ich jetzt. The gap is widening. It's now more than 2 minutes. The peloton seems content to let it grow. Ey, war die vielleicht null? Ja, man muss tatsächlich null nehmen. Oh, Erik kann ja auch nochmal einen Tick zurück. Also 5 Leute sind ausgerissen. Ja, so kann Erik erstmal sitzen bleiben. Da würde ich sagen, jetzt Ausreißergruppe steht. Ich cut euch das raus und kurz vorm Zielsprint sehen wir uns dann wieder. So Leute, da kommt die 20 Kilometer Marke. Da nehme ich euch jetzt hier wieder mit rein. Ich bin bei den beiden Sprints nicht mitgesprintet, wie angesagt, weil ich ja bei dem Ausreißversuch auf der Etappe zuvor ordentlich Energie gelassen habe. Stuart ist lustigerweise jedes Mal mitgesprintet und hat keinen einzigen Punkt bekommen. Sehr schön, hat er Energie verbraucht. So, und da wir unter 20 sind, bauen wir jetzt schon mal wieder auf. Wo ist dieser WMS fort? Der hat zwar nicht mehr viel, aber der macht trotzdem erstmal wieder den Anfang. Dann kommst du. Dainessa wollten wir diesmal zum Schluss nehmen, weil Melier Minus hat. Dann kommt Melier. Dann kommt Wang. Dann kommt Dainessa. Oh, dann kommt der gute alte Erik. Und du hast es hinter dir. Dankeschön für deine Hilfe. Und weiter geht's. Was willst du hier? Hau ab. Walt. There's some that just can't keep up. There are gaps beginning to appear at the rear. The little promenade is over. The group has been overhauled. Da kommt Boggioli. There are just 15 kilometers left. Wo ist der Rest? Das ist Jacuzzi? Ja. Und eine kleine Lücke. Ich fahre lieber Pong, damit meine Leute hier rüberkommen. Einer fehlt noch, der wichtigste, der Erik. The peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Fährst du ins Schub? Hat noch ein bisschen rot. Wahrscheinlich ist der gelbe sogar eher weg, wa? Ja, jetzt holt rot auf. 10 kilometers to the finish line. Letzten 10. Du übernimmst jetzt. Punkt. 95. Oh, werden wir es fort. Nee. Bloß weg hier. Er zieht aber auch trotzdem so auf seinen Kapitän zu, ne? Also, das ist übel, ey. Ist das da Stuart gewesen? Nee, Stuart sitzt hier. The sprinters are positioning themselves up front. It'll probably be a mass sprint finish. Schub geben. Kurve noch rum. Noch ein bisschen ziehen und stopp. Jetzt kommst du. Fuchbauer. There are just 5 kilometers left. Und raus. Das müsste er locker packen, ja? Der fährt hier echt gut mit, ey, der eine. Obwohl er so kleiner ist. Aber jetzt Schub geben. Da geht dein Nesse mal. Erik. Mal gucken, ob's reicht. Alter, dein Nesse macht Erik fertig. Nein. Erik macht hier alle fertig. Wow, he handled his race well. Yes! Nächster Sieg für die Maschine. Ihr könnt alle für euch alleine fahren. Wir haben über 100 Leute abgehängt. Damit haben wir alle Trikots, die wir im Moment tragen, verteidigt. Wunderschön. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale.
Und wir haben den zweiten Sieg in dieser Folge. Das nächste wird natürlich wieder ein bisschen schwerer, ne? 232 Kilometer, Hügeletappe. Und diesmal kann ich natürlich nicht ausreißen. Bin im rosa Trikot. Eieiei, dieser scheiß Stuart hat einen zweiten gemacht, ne? Da würde ich mal sagen, Siegerehrung. Gucken wir uns aber nur die Etappe an. Der Rest ist ja gleich geblieben. Ich wollte mir nur mal kurz vier Küsschen abholen hier. Naja, Stuart Zweiter. Schönes Ding, Erik. Sehr geil. Dann hoffen wir doch mal, dass wir es auf der letzten Etappe auch nochmal machen können. Also in dieser Folge natürlich die letzte Etappe. Ja, lalala, nähern uns langsam den 800 Punkten. Das kann ich stehen lassen, kommt jetzt gleich sowieso nochmal. So, und hier der Hügel, der ist jetzt dann doch schon ein bisschen anstrengender wie bei der ersten Hügeletappe, die wir gefahren sind. Da wird Stuart auf jeden Fall nicht mit rüberkommen, denke ich mal. Können wir unseren Abstand unter Umständen noch weiter ausbauen. Oder aber wir werden hier auch abgehängt, ne? Weil das ist schon, ja, das ist schon fast Mittelgebirge, kann man halt sagen. So, Erik ist hier unten zu sehen. Da. Boah, ein Interview mit uns gibt's nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir die nicht hier auch noch gewinnen können. Wäre ja toll. Stage 6 sees the riders turn east on a route that takes them across the Apennines. The day starts in Cassino and finishes 230 kilometers away in San Giovanni Rotondo. The road is certainly not flat, but nobody should be in trouble before the final climb into the Gargano National Park. Roughly 16 kilometers at about 4% is not excruciating when one thinks of what is to come. However, it will whittle down the field. At the top, contenders for victory will have about 13 kilometers of mostly flat or downhill terrain. The day should leave few scars on the riders as they enter San Giovanni Rotondo. Ja, und damit jetzt kommt zur sechsten Etappe des Super Giro d'Italia hier. Da das eine Hügeletappe ist, werde ich natürlich die Beschützer ein bisschen anders vergeben. Jetzt kriegt Bardet auf jeden Fall auch ein. Und da der immer noch das Bergtrikot trägt, ist er halt auch schon vorne. Erik ist auch vorne, weil er das, naja, drei Trikots gleich trägt. Und die sind alle hinten. Na, dann können wir loslegen, ja? Ich werde wieder meinem Team keine Arbeit machen lassen. Auch wenn ich halt im rosa Trikot bin, das ist völlig egal. Oh, bei dem sitzt gut. He's launching an attack. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. Erik saß gut, wurde aber eben gerade von dem Spanier hier zurückgeblockt. Aber fürs Erste kann er definitiv hier bleiben. Dann gucken wir mal, was noch an Action geht. Er ist hier ganz alleine unterwegs. Hat auch gleich schon ordentlich Vorsprung. Attack! Da gehen aber weiter ab. Da gehen noch zwei los. Fällt sich das sehr entspannt. Was auch kein Wunder halt ist. Das Rennen ist sehr, sehr lang. Tja, ich glaube, der tut sich nichts mehr. Erik kann hier bleiben. Wo ist denn jetzt auf einmal Bardet hin? Okay, nur so ein Stück zurück. Da geht's gleich steil nach oben. Vielleicht könnte er es noch schaffen, nach vorne zu fahren. Ah, Bobby Jovino auf jeden Fall. Der ist schon vorne. Dainese ist vorne. Merlier fehlt noch. Noch ist ein bisschen, bis der Hügel anfängt. Den haben wir auch gesammelt. Tja, und dann cutte ich euch das raus und kurz vorm Schlussanstieg sehen wir uns dann wieder. So Leute, ich nehme euch wieder mit. Wir sind gerade unter dem Sprint durch. Da ist auch keiner gesprintet. Und jetzt geht es den Anstieg hoch. So, mal gucken, ob Erik damit rüberkommt. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Ja, die Beschützer müssen auf jeden Fall schon aus dem Sattel. Noch geht's für Erik. Das ist halt ein sehr langer Anstieg. They're moving along at a fair lick. You've just gotta hang on. Da ist der erste hinter sich. Dankeschön. Boah, sieht bei Erik alles noch gut aus.
Natürlich die krassen Hügelfahrer, so wie Alaphilippe hier gerade neben uns zum Beispiel, angreifen. Der können wir natürlich nicht mitgehen. Wahrscheinlich, also müssen wir mal gucken. Es sind jetzt noch über 10 Kilometer bis zur Bergwertung. Aber die kommt, glaube ich, erst bei der zweiten Spitze, ne? Ne, die kommt bei der ersten Spitze schon. Ja, danke für nichts. Lässt sich zurückfallen, zieht uns mit zurück. Der nächste, er hier, fällt zurück, hat uns auch einen mitgegeben. Uh-oh, the pack is quick in the pace. Ja, mal gucken, wer letztendlich da noch ein bisschen anziehen kann. Nur roundabout bei der Hälfte des Anstiegs. Er ist schon rausgeflogen. Fahren wir hier mit 45 oder 50. Naja, jetzt macht mir der Gelbe so langsam so richtig Sorgen. Simon Yates goes into the attack. Ja, jetzt kommt die Angriffe. Kommt im kleinen Abstand sogar rausfahren, der Yates. Auch kann Wang uns ein bisschen beschützen. There are just 15 kilometers left. Ja, da es jetzt ein bisschen flacher ist und er gerade jetzt vorne ist. Nehmen wir doch den Wang raus. Danke. Der sitzt hier hinten noch bei irgendjemandem anders mit in der Gruppe. Ey, die haben alle nichts mehr. Badi ist hier. Ne, da in der Säcke kann auch nichts mehr. Dann mal Badi da ranhängen. Ja, gleich Erik mit hier. Tun wir es mal 99. Ich bin ganz ehrlich. Obwohl. Naja, der Gelbe wird wahrscheinlich nicht reichen. Machen wir 87 und Punkt. Vielleicht hält Erik das ja durch. So, jetzt sind wir schon vorne. Noch hat Erik seinen roten voll. Es wird noch flacher. So, wir haben ihn wieder eingefangen. Da können wir jetzt ja runter. So, Boccioli ist zum Glück in der Abfahrt auch nicht schlecht. 10 kilometers to the finish line. Gönnen wir den hier. Na, jetzt geht's nochmal hoch. Will uns einer zwischen die Parade fahren? Attack by Richard Carapaz. Das ist, glaube ich, ich muss immer wieder ein bisschen runterdrehen. So, jetzt kann der nicht mehr. Und bei Erik leidet der Rote. Voss und Carapaz da vorne. So, bei dir ist natürlich eine Abfahrt mit Granate. We're into the last 5 kilometers. Selbst der Stuart ist hier mit rübergekommen. Das ist echt krass mit den Werten, die der hat, dass der es immer schafft. Aber naja. Ich glaube aber auch, dass ich 99 mit Badi nicht fahren kann. Auch wenn es bergab geht. An die beiden will ich mehr rankommen. So, jetzt aber Full Power. Aber das schafft der Erik wieder. Really had to fight for that one. A
Yes! Dritter Sieg in Folge hier beim Giro. Sehr schön. Oh, ihr könnt alle für euch alleine fahren. The tailenders are still coming in. Wir haben wieder voll viele Leute abgehängt. Sind nur 22 mit uns da reingekommen. Ja, Stuart wieder auf Platz 2. Hater 3, Hikita 4. Ja, da kommen dann schon Bergfahrer. Pogacar mit dabei, Voss dabei, Martinez, Quinn, Hamilton, Alaphilippe. Ja, das sind alles. Da mit Veyron kommt erst der nächste Sprinter. Aber wie gesagt, Stuart, der sich mit diesen Werten hier mit rüber gerettet hat. Crazy shit. Aber naja, genutzt hat sie trotzdem X, die Maschine hat gerissen. Nee, das ist ein Stück weiter hinten. Das ist bestimmt. Nee, Bade hat ja ein Trikot. Das muss relativ weit hinten gewesen sein, oder? Oh, es kommt ja auch noch ein Schild. Ein ziemlich dickes, fettes Schild sogar. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, wo Bade reingekommen ist. Ja, wer weiß, ey, wenn wir ihn da eben gerade bei der einen Situation nicht weggeblockt hatten, weil er hat da so einen Zug gehabt, der Stuart, dann hätte er uns wahrscheinlich geschlagen. Aber so können wir uns die dritte Siegerehrung hier gönnen. Ja, Bade macht mir ein bisschen Sorgen, auf den habe ich dann zum Schluss nicht mehr aufgepasst, musste mich ja auf den Sprint konzentrieren. Ja, aber das soll uns auch reichen. Bei dem anderen hat sich nichts getan. Ab zu den Ergebnissen. Jetzt mal kurz gucken, ob AD noch mit den Führenden hier reingekommen ist. Ach, siehst du, das war gar nicht. Dainese war das. Aber selbst der hat schon 29 Rückstand. Ja, und mit der Gruppe ist dann Bade zusammen reingekommen. Ja, ich meine, er wird hier mit seinen 79 am Berg und 78 am Hügel, wird er sowieso nicht um die Gesamtwertung mitfahren können. Aber trägt er denn noch das? Ja, das trägt er immer noch. 18 Punkte jetzt. Borghioli hat auch 18 Punkte. Also unsere beiden sind hier vorne. Ja, das macht natürlich den Manager wieder froh. Die Maschine liefert hier. So, dann haben wir hier noch 3 siegreichen Etappen das Ende der Folge erreicht. Dafür könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Etappe. Bis dahin, bis dann und ciao.